So, liebe Leute, heute sind wir zurück bei was Neuem, was ich mir zugelegt habe. Das ist eine, was vor euch liegt, eine externe Festplatte. Wollte ich mir schon immer mal kaufen, weil ich hatte schon mehrmals Computerprobleme. Ich habe schon mal meinen Computer abgesackt und auch nicht mehr angelaufen und wollte irgendwie nicht mehr richtig und ich musste das alles formatieren. Meine Daten waren dann verloren, ja, meine persönlichen, weil ich vorher kein Update gemacht habe über USB-Stick oder CD oder Disketten. Und wie gesagt, dann ist halt der Ärger groß, das kennen wir alle. Und deswegen habe ich mir aus diesem Heftchen da, seht ihr das? Aus meinem kleinen Spezialheftchen hier, habe ich mir hier diese ultraschlange externe 2,5 Zoll SATA-Festplatte gekauft. 165 Gramm leicht, regelrecht. Ich zeige euch mal den Größeunterschied. Also, das ist meine Hand, ja. Und mal gucken, was ich da finde. Ah ja, gut, dann nehmen wir mal das mal. Das ist eine 1,5 AA Batterie. Das ist die Batterie. Und das ist dann das Gerät, ja. Und hier ist ein kleines LED-Licht, ja. Wenn ich zum Beispiel das mit dem Computer verbinde, der Anschluss, dann leuchtet es auf, wenn meine Daten rübergehen. Ja. Klick, 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 klick macht es. Und wenn die Daten drüber sind, dann leuchtet es nur noch grün auf, ja. Schön, so viel dazu. Und wie gesagt, sie ist 6,35 cm, 2,5 Zoll externe Festplatte, hat eine LED-Anzeige, extra flaches Kunststoffgehäuse. Wie gesagt, ich habe mir das mit Klavierlackoptik geholt, weil ich habe ja alles in Klavierlackoptik hier in meinem Computer und alles. Und die gibt es auch in Weiß zu kaufen, das Gerät. Und so viel dazu. Und es hat, wie gesagt, einen Superspeed USB-Anschluss 3,0. Hat keine, also braucht keine externe Stromversorgung, ist notwendig, weil dieses Gerät holt alles aus dem Computer raus, auch den Strom, ja. Ich habe das Gerät angeschlossen, das erste Mal, und es hat sich selbstständig ins Internet eingespeist und hat dann seinen Treiber selber gesucht und hat ihn auch selber installiert. Also das Ding ist wirklich toll, muss ich sagen. Systemvoraussetzung ist Windows XP, Vista, Windows 7, Mac, OS 10.x. Wie gesagt, es ist ein 3,0 USB Standard fähiges Gerät, ist aber auch abwärtskompatibel. Ja? Ihr könnt auch damit USB 2,0 100% kompatibel. Kann das Gerät auch noch machen? Ja, also, jetzt ist es, ja, es hat auch eine mehrsprachige Bedienungsanleitung. Ja? Ist auch drin. Es ist, wie gesagt, ich finde es toll. Ich habe das erst seit kurzem, das Gerät. Und es trägt auch nicht auf, also es ist sehr leicht und ja, was haben wir noch der größte Zahl? Ihr könnt da drauf alles laden, ihr könnt da drauf Musik laden, Videos und was auch immer und eure Fotos und. Also wie gesagt, das ist eine portable Hard Drive Memory Case Festplatte. Ich finde sie gut, sie hat bisher mich nicht im Stich gelassen. Ich habe mittlerweile auch meine ganzen, also zum Großteil meine Daten drauf. Ja. Oder sagen wir mal alle Daten mittlerweile drauf. Ich habe 43,0 GB in weniger als 15 Minuten draufgeladen gehabt. So viel zur Geschwindigkeit von dieser Festplatte. Das ist also, wie gesagt, das ist sehr schnell. Also für das, für so viele Daten ist das sehr, also ich war ganz überrascht, weil manchmal braucht man beim USB oder einen halben Tag lang dazu. Und das hat die 0, nichts alles erledigt gehabt. Ich kann sie euch nur weiterempfehlen. Und wie gesagt, das wäre es eigentlich jetzt mal gewesen, ja. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder, wenn ich euch dann wieder was Neues vorstelle, was ich mir Technisches zugelegt habe. Bis bald, macht's gut, tschüss.